Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Risen. So, ich gehe einfach mal direkt los, weil wir haben keine Zeit, weil die Zeit so schnell vorbeigeht. Und wir möchten ja Dinge schaffen, ne? Und Grabmotten ausrotten. Das ist unsere Aufgabe. Alter, halten die. Ich glaube, ich möchte hier nicht mehr rein. Also, ja. Ich dachte, wenn ich die so... Ich brauche halt... Für sowas, für solche Dinge, brauche ich halt unbedingt... einen... Feuerball-Spruchrollen. Die wären geil. Die wären echt geil. Och Mann, ey, komm. So, zack. Einsammeln. Ach Mann. Kann man denn vielleicht... Wenn ich jetzt nur zwei anlocke, wäre das geil. Natürlich nicht. Jetzt kommt natürlich der ganze Orden der Grabmotten angeflogen. Aua. So. Ach, die kommen auch raus, okay. Ich dachte nicht, dass die rauskommen, deswegen. Das ist gerade meine Strategie. Toll. Toll. Ja, gut, lassen wir das. Wobei ich halt... Also ich werde nicht versuchen, sie zu besiegen, aber ich möchte auch gerne gucken, wo es die hier für Schätze vor mir verstecken. Oder beschützen. Ah, lass mal raten, das ist... Dorgan. Fuck. Das, meine Freunde, ist ungünstig. Das ist wirklich sehr ungünstig, weil jetzt muss ich die halt leider alle töten. Muss halt mal gucken, dass ich die halt einzeln so rauslocke. Das wird dann eine sehr lange Folge, eine sehr langweilige. Und wenn ich mich scheiße anstelle, eine noch viel längere Folge. Aber ich muss es machen. Das ist einer der Aufgaben für den Typen. Okay, Planänderung. Ich mache es später und nicht jetzt. Ja, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Oder was ich jetzt an dieser Stelle machen sollte. Okay, gut. Lassen wir auch den Nautilus direkt in Ruhe. Gut, dann schauen wir uns halt anderweitig hier im Sumpf um. Mein Plan ist jetzt einfach, noch ein paar Level aufzusteigen. Jetzt Level 3. Und hoffentlich... Aha. Hier ist was vergraben. Ich habe gerade mal einfach mal so aus Jux und Dollerei mal geklickt. Weil das bei Gothic 3 ja genauso war. Der buddelt aber lange. Oh, was für eine Kiste, ey. Ein Schatz. Aha, ein Pokal. Und, ja, wow. Irgendwie habe ich was Cooleres daraus erwartet. Das Problem ist, der Pokal ist zwar 100 wert, aber ich verkaufe ihn bestimmt für 10 oder so. Das ist halt irgendwie... Eine Falle, die Piranha Bytes uns gerne spielt. Naja gut. Das hätten wir. Da waren wir. Da war die Moorleiche in etwa.
Weiß noch gar nicht, warum ich jetzt schon eigentlich durch das Moor laufe. Ich habe ja die Aufgaben dafür noch nicht bekommen, aber ist doch auch egal. Ja, bist denn du? Louis. Ah, von dir habe ich schon mal gehört. So allein hier draußen? Ja. Was? Ich sagte, du bist ganz alleine hier draußen. Ja, ja. Schrei doch nicht so. Bin doch nicht taub, Mann. Hast du meine Bierflasche gesehen? Sie war doch eben noch hier. Du bist Sternhagelvoll, Kollege. Na und? Wir weichen sowieso bald alle ins Gras. Wasch nur ab. Wenn die Weichen hier aufkreuzen, sind wir alle am Arsch. Die Weichen? Ja, Mann. Die weißen Jungs und Inquisitor. Sag ich doch. Sehr geil. Was weißt du über die Weißen? Die fliegen übers ganze Land und machen alles kaputt. Schon mal einem Weißen begegnet? Bist du verrückt? Ich würde mich sofort aus dem Staub machen, wenn ich einen sehe. Verstehe. Wo ist diese verdammte Bierflasche? Meinst du nicht, dass du so langsam mal genug hast? Genug? Genug, sagst du? Ich kann gar nicht genug saufen. Warst du schon mal im Banditenlager? Wenn du da mal ein paar Tage verbracht hast, dann fängst du auch an zu saufen. Glaub mir. Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Arschkrampen. Alles Arschkrampen. Die bescheißen sich da gegenseitig. Kannst dich auf keinen verlassen. Ich trau dir jedenfalls keine mehr. Aber am allerschlimmsten ist dieser brutale Bruger. Wenn ich den schon sehe, krieg ich weiche Knie. Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Der hat den ganzen Laden da unter Kontrolle. Offiziell. Danke. Also, offiziell hat Brogan nur die Kämpfe unter sich, aber das stimmt nicht. Alle haben Angst vor ihm. Brogan will den großen Dunn ablösen. Verstehst du? Oh. Du scheinst eine Menge über Brogan zu wissen. Ich weiß mehr, als du glaubst. Nicht nur über Brogan. Wenn du mir Bier besorgen kannst, dann bin ich dein Mann. Du verstehst schon. Ja, ja. Du suchst eine Bierflasche? Sag ich doch. Hörst du schlecht, was? Ich hatte sie doch gerade noch hier irgendwo. Ein Bier für eine Information. Klar. Hör damit. Das Ding ist, wie viele Bier habe ich? Ich habe ein Bier. Deswegen lasse ich das erstmal. Ich weiß, wo Dorgan ist. Joa. Und beibringen soll er mir gerade auch nichts. Weil das ja ein Jäger ist. Ich brauche erstmal Stärke. Ich brauche nochmal 10 Stärke mehr, also 20 Stärke insgesamt. Dann kann ich mir so eine geile Streitaxt kaufen. Und dann kann ich hinten die Grabmotten machen. Das ist jetzt mein Plan. Deswegen gucke ich mich hier ein bisschen um. Okay. Gut, was ist mit dir? Hi. Hast dich wohl verlaufen, was? Mach dir mal keinen Kopf. Ich werde mich schon um dich kümmern. Wer bist du? Ich bin Craig. Wenn du dein hart erarbeitetes Gold loswerden willst, dann bist du bei mir genau richtig. Soll ich dir mein Gold jetzt gleich in die Hand drücken, oder was? Nicht direkt. Nur wenn du es bei einem ehrlichen Spielchen verlieren solltest. Wie funktioniert dein Spielchen? Ha, bist neugierig geworden, was?
Also, pass auf, ich erklär's dir. Du gibst mir einen Teil deines Goldes und wenn du gewinnst, bekommst du deinen Einsatz doppelt zurück. Und wenn ich verliere? Dann gehört dein Gold mir. So einfach ist das. Was müsste ich dafür tun, um zu gewinnen? Das kommt darauf an, worum es geht. Wir spielen um alles hier im Banditenlager. Wer ist der nächste Arbeiter, der von einer der Sumpfkreaturen gefressen wird? Wer gewinnt den nächsten Arenakampf? Solche Dinge. Tja, aber wenn du auf dich selbst setzt, nun, da solltest du schon etwas dafür tun. Was hat denn der bitte für Augenbrauen? Wer sagt mir, dass du mein Gold nicht einfach behältst? Ein wenig mehr Mut hätte ich dir schon zugetraut, Bursche. Aber wie du willst, dich zwingt ja keiner. Du musst nicht spielen. Hm. Okay, darauf komme ich irgendwann mal zurück, bestimmt. Lorenzo. Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Ich bin neu hier. Natürlich. Jeder Idiot kommt hierher wegen des Goldhaufens im Tempel. Aber ich sag dir was. Ich hab keine Lust, meinen Anteil vom Gold des Don mit noch jemandem zu teilen. Oh. Woher hat der Don das ganze Gold? Das willst du gerne wissen, was? Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben wir erobert. Und er war voller Gold und Artefakte. Solche Tempel gibt es überall hier auf der Insel. Wir müssen nur hingehen und das Gold herausholen. Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen? Klar, einfach so. Mann, natürlich ist das nicht so einfach. Hast du schon mal diese Biester gesehen, die aus den Ruinen kommen? Die müssen wir natürlich erstmal wegputzen, bevor wir an das Gold kommen. Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage meine Kampfrüstung nur zum Spaß. Natürlich bin ich Kämpfer. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Du wirst nicht aufhören zu nerven, oder? Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Wir zwei gehen zu einer nahegelegenen Tempelruine. Wenn wir die Biester dort weggemacht haben, teilen wir uns das Gold, das darum liegt. Dann werden wir ja sehen, wie gut du wirklich bist. Was meinst du? Warum habe ich das Gefühl, dass es dabei einen Haken gibt? Kein Haken. Wir beide machen die Sache klar und teilen den Gewinn. Was davon passt dir nicht? Wie genau willst du das Gold aufteilen? Ganz brüderlich, 50-50, ist doch klar. Irgendwie. Abgemacht. Geh vor. Na, dann wollen wir mal. Folge mir. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da doch ein Haken dran ist. Wo ist es überhaupt? Das sollen alle gestorben sein. Toll. Und das sagst du mir, während ich mit ihm hier weglaufe. Ich glaube, er dreht sich gleich um und will mir eins auf die Fresse hauen. So, du Großmaul. Wer hätte es gedacht? Hier sieht uns keiner. Jetzt unterhalten wir uns mal ein paar Takte. Ich hab's geahnt. Typen wie dich kenne ich, die machen nur Ärger. Wo ist denn jetzt dein toller Tempel? Tempel? Ich geb dir gleich Tempel. Wir beide sind jetzt ganz unter uns. Und du wirst mir jetzt dein Gold geben. Bringen wir's hinter uns. Zieh deine Waffe. Jetzt sprichst du... Na dann mal los! Nicht den Bogen, du Vollidiot. Oho. Sidestep. Bin ich nicht okay? Kannst du da mal weggehen? Das ist ein ganz offizieller, unfairer Kampf von ihm. Er hat mich reingelegt. Deswegen wird er fertig gemacht. Aua, toll. Los da! Es ist halt immer richtig nervig, wenn man in Spielen Gegner hat oder NPCs, die blocken. Mach schon! Weil irgendwie
Klar, es ist logisch, dass Leute blocken und nicht getroffen werden wollen, aber wenn das dann halt dann so aussieht, dass die Kämpfe dann halt eh nicht lange gehen, ist das ein bisschen... Es nervt ein bisschen. Gut, ich mach's zwar nicht anders, aber... nicht ohne! Voll 15 Gold hat der. Deine Waffe nehme ich auch nochmal mit. So. Wer bist du? Phil. Mit Phil quatsche ich gleich auch noch. Du bist ja immer noch hier. Tja. So schnell wirst du mich nicht mehr los. Ach, mach doch, was du willst. Ich hab doch keinen Bock mehr, mich mit dir herumzuärgern. Oh, jetzt ist er beleidigt, weil ich ihn auf die Fresse gehauen hab. Tja. Sorry. Not sorry. Kann ich was von dir lernen? Du bist doch ehrgeizig, was? War ich auch mal. Abgesehen vom Kampf gibt es ein paar nette Talente, die du drauf haben solltest. Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. All diese nützlichen Sachen kann ich dir beibringen. Klingt gut. Clay hat deinen Posten übernommen. Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Warte. Ich. Ich habe natürlich kein 100 Gold. Taschendiebstahl. Schlösser öffnen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ich brauche 100 Gold irgendwie. So Gold habe ich? 85. Ja. Handlanger Dwight? Okay, Dwight. Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So. Okay. Lorenzo, da war ich. Mit dem hatte ich jetzt nicht. Nichts mehr. Hier ist ein Dixie. Finde ich gut. Dann würde ich gerne nochmal mit denen hier quatschen. Hast du auch Schwertrohlinge? Nur das, was ich verkaufe. Meine Erzvorräte sind nämlich leer. Aber wenn du mir Eisenerz anschleppst, dann kann ich dir natürlich Rohlinge herstellen. Zeig mir deine Ware. Wirklich Gold kaufen kann ich halt nicht. Das ist ärgerlich. Aber ich kann halt... Ach komm, weg damit. Den Pokal hau ich auch nochmal weg. Das kann auch nochmal weg. Einer davon. So. Krautstengel. Ja, komm. So. Nein, das will ich nicht. So, 129 habe ich jetzt. Ich sollte vielleicht erstmal. Ich kaufe nichts. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Pah, erzähl mir nichts. Keiner hier sucht nach Arbeit. Das Einzige, was alle suchen, ist das Gold. Und du siehst nicht so aus, als wärst du eine Ausnahme. Erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Gold, Gold, immer nur Gold. Das schlägst du dir mal lieber aus dem Kopf, Jungchen. Jeder Krümel Gold hier draußen gehört dem Don. Je eher du das akzeptierst, umso gesünder ist es für dich. Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Einmal im Monat muss jeder von uns beim Don vorsprechen. Alles, was wir hier in der Gegend an Gold gefunden haben, werfen wir auf seinen großen Goldhaufen im Tempel. Tatsächlich jeder? Natürlich. Niemand wäre so dumm, das Gold zu behalten und sich damit mit dem Don anzulegen. Wenn du das sagst. Pah, ich weiß, was mit raffgierigen Typen passiert, die den Don bescheißen. Kein schöner Anblick, sag ich dir. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Okay. Wie komme ich zum Don? Du? Zum Don? Vergiss es. In den Tempel lässt er nur seine engsten Vertrauten.
Du müsstest schon etwas sehr Wichtiges für den Don haben, damit man dich zu ihm lässt. Verstehst du? Werd's mir merken. Ja. Was könnte den Don interessieren? Der Don will Gold. Alles, was aus Gold ist. Goldmünzen, Goldteller, Artefakte und Waffen aus Gold. Waffen aus Gold? Na klar. Kürzlich fanden wir den Knauf eines sehr edlen Goldschwertes. Der Don will, dass ich dieses Schwert wieder richte. Leider fehlt fast die komplette Klinge. Oh. Ich werde die fehlenden Bruchstücke des Goldschwertes finden. Wer weiß. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Lass dir nur nicht einfallen, die Dinger selbst zu behalten. Wenn du was findest, bring es mir, klar? Natürlich. Natürlich. Wo ist der Rest des goldenen Schwertes? Überall, wo diese alten Tempelruinen sind, findest du auch Kram der alten Völker, die sie erbaut haben. Sicherlich hat der eine oder andere hier im Lager schon eins dieser Dinger gefunden. Der besoffene Jäger Louis behauptet, mehr darüber zu wissen, aber ich glaube, er schneidet nur auf. Hm. Wie willst du das goldene Schwert wieder richten? Gar nicht. Ohne die fehlenden Teile der Klinge kriege ich das nicht auf die Reihe. Ha, das könnte nicht mal der Beste. Und ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Alles klar. Gut, wer bist du? Ein Schurke. Und du? Ein Jäger. Und du bist Rache. Ich will mit deinem Mann sprechen. Natürlich. Jeder muss mit meinem Mann sprechen. Der Don ist beschäftigt. Und solange das so ist, hab ich hier das Sagen. Wie läuft's denn so mit deiner Bande? Jetzt guck dich doch mal um. Sieht das etwa so aus, als ob sich hier jemand kaputt schuftet? Das ganze Lager geht vor die Hunde. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich diesen Idioten mal die Hammelbeine langziehen. Vielleicht kann ich dir helfen. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ha! Willst du etwa die Arbeit der Anführer des Lagers übernehmen? Ja. Ich glaube, das ist ja wohl eine Nummer zu groß für dich. Ach, Quatsch. Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht. Ist das so offensichtlich? Dabei hatte ich es anfangs ganz gut im Griff. Irgendjemand scheint die Jungs gegen mich aufzuwiegeln. Wo genau ist das Problem mit deinem Lager? Jeder hier hat nur noch eins im Kopf. Das Gold aus den Tempelruinen. Mein Mann lässt die Jungs überall buddeln, um es zu bergen. Doch die Hälfte davon kommt nie bei uns hier im Lager an. Irgendjemand setzt sich über die Befehle meines Mannes hinweg und füllt sich hier die Taschen. Wenn ich nur wüsste, wer. Was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Der Don wird ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, töten. Ah ja, warum frage ich eigentlich? Ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Du willst dir einen Namen beim Don machen, was? Na gut, wenn du dich unbedingt unglücklich machen willst, geh zu den Anführern des Lagers und sieh nach, was sie für Probleme haben. Ich will wissen, was hier schiefläuft. Alles klar. Gut, ich möchte gerne in deine Hütte. Du bist doch kein Dieb, oder? Nein, ich bin einfach nur ein Penner, der in deinem... In meinem Bett schläft niemand außer mir. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Ich darf doch sicher in deinem Bett pennen. Du hast zwei. Eins ist bestimmt für mich, ne? Was willst du hier? Dieses Bett gehört dir nicht. Och Mann, ey. Eine Nacht durfte ich doch schlafen. Warum die zweite nicht? Das finde ich gemein. Muss ich mich an dir vorbeischleichen und dann einmal den hier machen? Pass auf, was du anfasst. Ist gut, nur das Bett. Ich will den Sturm einfach. Ach, danke. So, alles gut. Weitermachen. So. Broga. Was weißt du über die Bruchstücke eines goldenen Schwertes? Wertloser Plunder. Ist zwar aus Gold der Kram, aber außer dem dämlichen Schmied will's keiner haben. Und der Spinner zahlt dafür viel zu wenig. Warum fragst du? Ich suche diese Bruchstücke. Ach so ist das. Das ist natürlich was anderes. Sind wohl doch nicht ganz wertlos, die Dinger, was? Ich trage zufällig eins dieser Bruchstücke bei mir. Aber ich werde es dir nicht geben. Ich warte erst mal ab,
was du alles anstellen wirst, um es zu kriegen. Hm. Was ist? Ja. Schauen wir mal. Ich glaube, einen Teil haben wir ja und es gibt, glaube ich, 5 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, ja. Mache ich halt erstmal weiter, bis ich alle habe, bis auf das Ding und dann muss ich den leider verprügeln. Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Hier. Was weißt du über die Bruchstücke des goldenen Schwertes? Pass auf. Die sind hier überall verteilt. Craig hat eins. Hab ich bei ihm schon mal gesehen. Und der Idiot. Wer? Na, der Kämpfer Durgan. Große Fresse, nix dahinter. Der Idiot eben. Der hat auch eins. Und der blöde Burger. Klar. Der sitzt da drauf wie eine Glucke. Man müsste ihn schon umhauen, um da ranzukommen. ich hab auch eins. Ach, sag bloß. Ein Bier für das goldene Bruchstück. Nur eins, das ist mindestens 2 wert. Okay, ich brauche 2 Bier. Dann weiß ich aber, wo die jetzt alle sind. Zum Dorgan komme ich gerade nicht hin. Den Oberarsch, da kann ich glaube ich auch noch nicht verprügeln. Und wer bist du? Ich bin die ärmste Sau, die du je gesehen hast. Tag ein, Tag aus schufte ich mir hier den Arsch ab. Und was ist? Ständig werden mir obendrein noch Steine in den Weg geworfen. Manchmal wünschte ich mir, die Sumpfwürmer würden hier alles töten, was 2 Beine hat. Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Ich bin Anführer der Arbeiter und soll mich um die Ausgrabung kümmern. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll, wenn hier jeder tut, was er will? Wer wirft dir Steine in den Weg? Alle paar Tage wird einer meiner Leute von einem Wurm oder Schlimmerem gefressen. Wir Arbeiter sollen die goldenen Artefakte sammeln und zu Beppo bringen. Doch nicht gegen die ganzen Monster kämpfen. Brogar, das Riesenarschloch, sollte mich dabei eigentlich unterstützen. Ja, glaubst du etwa, er oder einer seiner Kämpfer bewegt sich, wenn uns was passiert? Vergiss es. Schlechte Moral unter deinen Leuten? Schlecht ist gar kein Ausdruck. Der Goldrausch vergiftet die Gemüter meiner Arbeiter. Wenn nur einer von ihnen die Schlagkraft eines Kämpfers hätte, wäre er schon längst nicht mehr hier. Dann würdest du ihn nur noch in einer Kneipe oder einem Bordell der Hafenstadt rumhängen sehen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was ich dir geben kann, ist Arbeiterkleidung. Die ist aber nicht umsonst. Außerdem bist du keiner meiner Arbeiter. Also, warum sollte ich dir unsere Kleidung geben? Mal angenommen, ich schaffe es, dass deine Arbeiter wieder arbeiten. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich dein Job ist. Was wäre dann? Na gut. Wenn du das tatsächlich hinkriegst, können wir noch mal darüber reden. Ich werde mal mit Broga darüber reden. Du bist doch total bescheuert. Was willst du denn da machen? Keiner hier kommt gegen die Übermacht der Kämpfer und schon gar nicht gegen Broga an. Hör mal auf zu jammern und erzähl mir lieber, wie man Broga bearbeiten könnte. Du hast doch einen Vogel. Ich mach da nicht mit. Du bist ein Weichei. Lieber Weichei und lebendig als ein Held und tot. Bei meinem schwachen Herz lasse ich mich lieber auf keinen Ärger mehr ein. Jetzt übertreib mal nicht. Geh und frag die Jäger, wenn du mir nicht glaubst. Die können dir erzählen, wozu Broga fähig ist. Ich sehe schon, das hat keinen Zweck. Wer gehört hier alles zu deinen Leuten? Arbeiter arbeiten. Oder auch nicht. Jedenfalls sind sie meist an Ausgrabungsstellen zu finden. Ein Arbeiter ist, wer Arbeiterkleidung trägt. Das wirst du doch wohl erkennen können. Oder? Dann stell nicht so blöde Fragen. Junge, weißt du was? Ich klatsche dich gleich um. Junge, weißt du was?
Ich klatsch dich gleich um. Tu, was du nicht lassen kannst. Bin's ja gewohnt. Ach, ich geb's auf. Oh, jetzt fühl ich mich schlecht. Erzähl mir mehr über eure Ausgrabungsstellen. Wir haben drei. Eine im Osten des Tempels und zwei sind mitten im Sumpf. Wenn du über Artefaktkisten stolperst, bist du richtig. Verstehe. Alles klar. Yeah, dann vorbei, verdammt. Ja. Hast du schon mal eins dieser goldenen Bruchstücke gesehen? Ja, ich weiß davon. Oscar sucht diese komischen Bruchstücke, um ein Schwert für den Don daraus zu machen. Und weiter? Naja, ich habe eins dieser Bruchstücke. Oscar wollte es mir schon abkaufen. Aber weißt du, für die paar Kröten, die er mir geben wollte, nee, dann behalte ich es lieber. Verkauf mir dein goldenes Bruchstück. Na gut, 100 Gold. Ich überleg's. Wie du meinst. Okay, der hat einen. Du kümmerst dich um die Arbeiter, habe ich gehört? Das ist Fußvolk. Was habe ich damit zu tun? Du hast Hawkins versprochen, ihn und seine Leute vor den Gefahren aus dem Sumpf zu beschützen. Ach, so ist das. Und jetzt sollst du bei mir hier schön bitte machen, was? Das Pack interessiert mich nicht. Merk dir das. Mach ich. Ich möchte mal was ausprobieren. Was soll das? Den kriegen wir! Ja, das ist ein Problem. Du machst nur nicht noch. Aber ganz ehrlich, wenn es nur Broger wäre, dann hätte ich damit, glaube ich, kein Problem. Aber wenn andere dazu kommen, ist halt doof. Ich hätte von vornherein irgendwie provozieren müssen. Da gab es ja die Gesprächsoption, aber... ungünstig. Und? Was sagst du jetzt? Roger ist schon ein Herzchen, was? Ja. Er ist ein Mistkerl. Ja, ja, man möchte ihm am liebsten den Hals umdrehen. Wenn er nicht diese schwere Rüstung tragen würde und hier so eine große Nummer wäre. Siehst du... Und deswegen säge ich sein Holz. Ich will bei euch mitmachen. Na gut. Ich erkläre dir jetzt mal ein paar Dinge, Kleiner. Der Don sitzt in seinem Tempel und hat sich schon seit Tagen nicht mehr hier draußen sehen lassen. Seine Frau Rachel versucht seitdem, das Lager hier draußen zu leiten. Wenn du es schaffst, Rachel von dir zu überzeugen, wärst du sicher ein ganzes Stück weiter. Verstehe. Rachel also. Nicht so schnell, Kleiner. Die Sache hat einen kleinen Haken. Lass mich raten. Broger? Ich sehe, du lernst schnell. Oh ja. Früher oder später werde ich Broger fertig machen. Du hast Feuer unterm Hintern, das muss ich dir lassen. Wie wär's, wenn du mir dabei hilfst? Ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn Broger dich fertig macht. Das lass mal meine Sorge sein. Ah... Wie du meinst. Es ist ja dein Kopf, den du riskierst. Was müsste ich tun, um Broger zu erledigen? Mach's wie ich. Arbeite für ihn. Tu, was er sagt und versuche so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Je mehr du über seine krummen Geschäfte in Erfahrung bringst, umso besser. Wegen Broger. Ich hörte, Broger soll sich um die Arbeiter kümmern. Broger kümmert sich um alles, nur nicht um die Sorgen anderer Leute. Das ist nichts Neues und hilft dir leider im Moment wenig. Warum unternimmt Rachel nichts gegen ihn? Wenn ich ehrlich bin, sie ist einfach zu weich. Broger hat sie so eingeschüchtert, dass sie sich nicht gegen ihn durchsetzen kann. Und das, obwohl sie den Don selbst im Rücken hat. Ich hörte, Broger will den Don ablösen. Klar will er das, das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was du hier draußen kriegen wirst, ist Arbeiterkleidung. Was ist mit deiner Rüstung? Woher bekomme ich die? Die Jäger- und Kämpferrüstungen verteilt der Don höchstpersönlich. Aber auch erst dann, wenn er dich in die Bande aufnimmt. Verstehe. Na gut, woher bekomme ich die Arbeiterkleidung? Frag mal den Anführer der Arbeiter. Vielleicht. Ich kann dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Du hältst dir ganz schön viel auf, Kleiner.
Aber gut, ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Rachel ist schon ziemlich ungeduldig. Sie braucht das Fleisch für die hungrigen Mäuler hier. Warum kann ich nicht einfach mit dem Don selbst sprechen? Kein Problem. Dazu musst du an dem Wachposten oben am Tempeleingang vorbei. Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Nein, noch nicht. Dann rede doch mal mit ihm. Vielleicht lässt er dich herein. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Erzähl mir erstmal was über deine Jäger. Louis ist ständig besoffen. Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich wette, der hängt hier irgendwo im Sumpf an einer Bierflasche, anstatt zu jagen. Doug soll ebenfalls im Sumpf Beute machen. Was soll ich sagen? Ist bisher auch noch nicht wieder aufgetaucht. Naja, was mit mir ist, das siehst du ja. Ich habe mich mal ein bisschen um deine beiden Jäger gekümmert. Ah, gut. Und jagen Doug und Louis ordentlich? Ja, ich fürchte, du solltest dich mal nach neuen Leuten umsehen. Ja, ja, ich verstehe schon. Trotzdem danke für die Nachricht. Hier, nimm. Tja, dann bleibt jetzt nur noch eine Sache. Ich muss selbst wieder jagen gehen können. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich denke nicht, dass Louis so bald mit dem Saufen aufhören wird. Ja, ich weiß. Und trotzdem ist er ein guter Jäger, wenn er nicht gerade seinen Rausch ausschläft. Ich habe einen Jäger namens Neil getroffen. Neil hält Wache auf der Straße zur Hafenstadt. Er soll aufpassen, was dort vor sich geht. Hier im Lager ist er mir keine Hilfe. Dein Jäger Doug gab mir Fleisch fürs Lager. Das sind gute Nachrichten. Das wurde auch Zeit. Bring es zu Rachel, wenn du es noch nicht gemacht hast, okay? Alles klar, dann machen wir das nochmal eben und ja, Zeit und so. Übrigens. Warte, zu arbeiten, Brugger, Louis, behaupten wir. Wegen deines Lagers. Ich besorg dir dein Fleisch. Na, endlich mal einer, der anpacken will. Ich brauche 10 Keulen rohes Fleisch. Wenn du mir das Fleisch bringst, kriegst du ausnahmsweise auch ein wenig Gold von mir. Na dann. So gütig. Hier hast du 10 Keulen. Hier, hast du deine 10 Keulen Fleisch. Sehr gut. Endlich bewegt sich hier mal was. Ich danke dir. Hier hast du die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Das ist ja wahrlich großzügig. Nimm es oder lass es. Du wirst es sowieso bald versoffen haben, genau wie alle anderen. Nö. No. Wer von den Jungs hier ist denn überhaupt ein Anführer? Geh und rede mit ihnen. Du wirst schon sehen, wer hier was zu sagen hat und wer nicht. Alles klar, gut, aber... Ich kenne kein Rezept. Ja, ich kenne kein Rezept. Ich beende mal die Folge an der Stelle hier. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, in dem Sinne, ciao.